Servus und herzlich willkommen bei Farming Simulator Dig. Dieses Mal sind zwei neue und zwei Mappen mit Update in der Vorstellung. Schön 50 zu 50 aufgeteilt. Ob sie auch gut sind, sehen wir uns gemeinsam an. Download-Links und Timecodes natürlich sind in der Beschreibung. Um immer auf den Laufenden zu bleiben, einfach abonnieren und die Glocke aktivieren. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei den Vorstellungen. Jo, grüß dich auf der Dark Canyon. Die Dark Canyon ist eine Forstkarte, die hauptsächlich von Mr. T-Bone 39 mit Hilfe und Input von Shanty Boys Map Creations entworfen wurde. So, er hat schon die Liebhaber aufgepasst. So, die Karte ist eine herausfordernde Karte mit Hügeln und Tälern. Es steht auch, Sie können die Karte bewirtschaften, wenn Sie möchten, und es gibt einige durchliegende Verkaufspunkte, mit der Landwirtschaft verbunden sind. Dann ja, was soll ich noch sagen? Es gibt neu gestattete Texte auf den Bäumen und dem Boden. Ich hoffe, Ihnen gefällt diese Karte. Ja, hoffe ich auch. Okay, Spinnerei Shop. Die Ranch fürs Verkaufen. Ah, auf der Ranch kann man alles verkaufen, bis auf der Spinnerei, aber ist eh klar. Super. Gut, was haben wir mal? Ja, Scalpel King. LKW. Und, wie man sieht, ein Lader. Das war's dann schon. Okay. Bisschen Fahrt, würde ich sagen. Aufträge gibt es leider keine. Schade. Viehhändler ist der Spinnerei-Shop. Okay. Naja, der Karton lässt zu wünschen übrig. Aber gut. Mit vielen Tälern und Hügeln. Schaut so aus und schaut, ja, was ich sehe. Was sind das für Bäume? Fichten? Okay, dann Fichten. Nein, nicht schlecht, das sind Warum hat man dazugekommen? Hier ist ein Platz, der was als freigeschnitten gehört. Oh, nicht schlecht. Sägewerk. Sehr schönes großes Sägewerk. Wirklich schön und groß. Okay, sind die Bäume, die schon geschält wurden. Hier sind die eingeliefenden Bäume. Schaut wirklich wie in Natur aus. Sehr schön, sehr schön. Da haben wir LKW, der die Hackschnitzel wegbringt. Vom Schäler schätze ich mal. Hier hat man schon die Paletten. Also wie ein großes Gelände. Hier sieht man den Hackschnitzelverkauf. Ja, ist wie in der Beschreibung, was man halt in der Beschreibung sieht. Eine reine Forstkarte. Und mehr
gibt es dann auch nicht mehr zu sagen. Okay. Ah, hier kann man reinfahren und hier hat man das, die ganze Schlucht vor sich zum Bearbeiten. Also die Arbeit geht einem nicht aus hier. So, das war's dann mit dem Map und wir gehen zum nächsten. Servus auf der Holmakra, die V1.0 von Honda 123. Die Map ist eine reine Forstmap. Wieder mal die zweite. Also die zweite Map. Wir haben okay, ein Gebiet für 2 Millionen. Die Straßen sind für 426.000 zu kaufen und der Haupthof für auch 2 Millionen. Man hat hier schon mal normale Fälle auch. Also nicht ganz nur die reine. Einmal Sägewerk. Holmen Mill and Spinnery, dann Händler. Ah, interessant, wie man da drauf kommt. Schauen wir uns dann gleich an. Das gefällt mir aber bei der Map, nämlich man kann hier nicht nur Forst, sondern man kann auch alles andere verkaufen, bis auf Silage. Ich schätze mal die BGA. Eine BGA wird hier nicht sein. Ich schätze mal, Ilsen hat man auch. Ja. Dann Fahrzeuge schauen wir uns auch gleich an. Und Missionen gibt es auch. Das ist mal toll. So, ab zu den Fahrzeugen. Ein weiterer mit den Rückwagen. Stepper. Dann weiterer A mit Frontlader. Einen alten Metro-Shuttle nehmen sieht man schon in Gruppe und dann beginnt alles wieder von vorne. Man hat auf den Hof okay Schweine, Schafe, Kühe. Dreimal Schweine, einmal Kühe, einmal Schafe. Das sollte Hofsilo sein und das Farmhaus. Okay. Also man kann schon schön durchstarten. Obwohl der Hof sicher. Ja, okay. ja, fast nicht. Also, da vorne sollte man raufkommen. Keiner. Ein tiefer Wald. Okay. Okay, da geht ein Forstweg hinauf. Also ich weiß aber nicht, ob das so gut ist. Es sind auch keine Flächen da. Oh ja. Das sieht aus, als wäre der Käfer anwesend gewesen. Aber das gefällt mir. Es sind kleine Bäume, große Bäume. Leider alles eine Monokultur, aber gut. Im Spiel kann man das machen. Aussichtspunkt, Aussichtshöhe. Ja, sie hat aber was. Sie hat wirklich was, obwohl es nur eine reine Forst ist. Ich nehme jetzt hier rauf. Ich wollte hier rauf. Okay. Gut. Ist ein bisschen blöd. Großes Sägewerk. Ja, ich glaube,
glaube, das wurde vergessen. Aber gut. Kann jedem passieren. Okay. Schaut von den ganzen Schatten mir das so aus, als wäre es einfach. Sagen wir in den USA. Oder das Gebiet wäre in den USA, in den Mountains oder je nachdem. Gut, Mountains sind glaube ich die kanadischen Wälder. Oder halt zumindest die kanadischen Polizisten als Mountains oder irgendwie so eine Art. Ja, schaut aber alles gut aus. Man kann schön damit arbeiten. Auf jeden Fall jede Menge Wald. 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 Der ganze Wald ist nichts für meinen Schwager. Okay. Okay. Tja, was gibt's noch zu sagen? Das Gelände und alles ist recht interessant auch gestaltet. Also muss ich ein bisschen Zeit totschlagen, bis ich da oben bin. Und ja. Also einer der schönsten Rennen. War fast reinen Forstmappen, die ich je gesehen habe. Wirklich schön. Verteilung schön aufgebaut und ich komme nicht da rein. Bin ich zu weit rechts gekommen. Bin ich da? Da unten war ich. Schaut an für sich. Ja. Nicht schlecht, das sagen wir mal so. Und wenn man diese Map spielt, muss man sich im Klaren sein, dass man außer Bäume nur Bäume sieht. Und es kommt mir teilweise die ganzen Straßen so vor wie SnowRunner. Ich habe es persönlich nie gespielt, aber ich habe ein paar Videos davon gesehen. Also rein von denen her finde ich sie sehr interessant. So, das war's mit der Map und ich würde sagen, ab zur nächsten. Willkommen auf Barbrosti. Auf dieser Karte gibt es mal 2 Bahnhöfe, 2 Verkaufsstellen, die Multibodenwinkel oder wie sie heißen sind auch drauf. Dann neue Pflanzentexturen, Schwarztexturen, Bodentexturen, neue Baumtexturen, wieder Schwartanimationen. BGA, Wasserentnahmestelle, Stamm ist 42, Felder 5, Waldstücke 60, Länder, Brachland, viele unbefestigte Straßen und. So, die Map ist von Nismo, das ist die Version 1.0.0.3, sie ist für PC, Mac, PS4 und Xbox One. So, die Änderungen, Felder und Fahrzeugbewegungen wurden verbessert, neue PDA hinzugefügt, für Büsche und Gebäude wurden Jahreszeitenmasken hinzugefügt, also Seasons Ready würde ich mal sagen auch, neue Boden- und Garten, Geländetexturen wurden hinzugefügt.
Zwei neue Straßen, zwei neue Felder wurden hinzugefügt. Interaktive Zonen wurden hinzugefügt. Fahrzeuge hatten keine. Aber Missionen haben. Okay. Dann die Kartenbeleuchtung wurde geändert. Die Bahnhöfe wurden entfernt. Neue werden im nächsten Update angezeigt. Ich fliege kurz in die Höhe. Dann. Ich werbe da hier war ich. Die Texturen der Straße, Weizengäste, Raps, Hafer, Strohschwarz, Strohballen und Messstoppeln wurden geändert. Ursprüngliches Land wurde geändert. Mutti-Terrain hinzugefügt, finde ich super. Geländemalerei wurde auch hinzugefügt. Also das ist jetzt mal das draußen. Oh, da steht ein Auto. So. Oh, haben wir den Haupthof. Okay, ich schätze mal hier oben. Hier haben wir ein Feld. Also, helferfreundlich ist es gerade nicht alles. Aber gut. So, einmal Biga, zwei Fahrsilos und das Übliche. Dann sollte das der Haupthof nochmal sein. Sollte, sagen wir so, sollte. Ich habe aber nichts gefunden, wo noch Mutz hinzukommen. Aber gut, Sägewerk. Schaut etwas anders aus. Schaut aber gut aus, finde ich. Was haben wir hier? Und Händler. Yep, Händler. Ganz in der Ecke versteckt. Und ich schätze, das ist alles hier Wald. Leider wird Wald nicht angezeigt. Ah, nein, nicht ganz. Oh, schaut noch Gras aus. Auch nicht schlecht. Okay. Passt. Dann haben wir Hunde, Schweine und Verkaufs- und Mikro. Und ich werde dann noch schnell schauen. Zu fett. 31, ich weiß schon, dass ich noch schnell hierher komme, dass ich sehe, was dort alles zur Verfügung steht. Okay, Verkaufsstellen. Also gut, für Forst ist gesorgt, für Flächen ist gesorgt, ja, für große Maschinen, eher für große Maschinen. Hier kann man auch einen Hof herbauen, hat man schon von Haus aus. Nun ja, für große Maschinen, auch kleine, mittlere Maschinen, sagen wir so. Und das war's. Alles nicht hilferfreundlich. Gut. Dann haben wir heute noch einen. Willkommen auf der Agalee Farm von Shen 45, Korrektur 5465, eine Version 1.1 und sie ist leider nur für PC und Mac. Also, die Karte ist eine fiktive Karte in Nordirland. Dann, die Karte enthält statische Wirtschaftsgebäude, alle Tiere sind auf der Karte eingebaut. Ja, das sogar mehrfach, wie ich so sehe. Dann, ja, drei Kuhfarmen, eine Schaf, einen Schweine und Hühner. Es gibt 72 Felder, klein bis mittel, 6 Farmen, Laden und 3 Kornverkaufsstellen. Season Shredder, neue Beleuchtung dank Oxygen David. Kundenspezifische Transportmissionen, Arbeitsscheinwerfer und Tore, benutzerdefinierte Bodentexturen. Okay, Fahrzeuge haben wir auch und Verträge haben wir auch. Gut, dann kommen wir mal zu den Änderungen. Die Kollisionsprobleme in der Hauptform wurden behoben. Fixt einige
Placebos wurden überarbeitet, fixierte Schneemaske fixt, andere kleine Dinge wurden auch noch geändert. Also mit den Geräten kann man schon voll anfangen. Moment. Ja, kann man. Gut, dann einmal noch schnell alles durch. Mit überfliegen. So, mit mich schon hinten. Das Sägewerk. Ja, Inland flach. Haupthof. Ja, sieben. Schaut. Ja, eher kleinlich aus, aber trotzdem irgendwie interessant. Dann haben wir die Kuhweide. Schaut auch gut aus. Dann Spinnerei, dann haben wir ein Schweinegehege. Ich gehe jetzt alle durch, damit dass ihr alles seht. Noch eine Kuhweide. Kann man sich auch wirklich dann auch schön aussuchen, was man spielt, beziehungsweise mit was man spielt. Hühnerstall. Kann man gar mit Hühnern spielen. Nur mit Hühnern. Okay, das war's dann auch schon. Das war's dann auch schon mit der ganzen Marktvorstellung für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann lasst mir bitte ein Like da. Und wir sehen uns bei der nächsten Marktvorstellung. Bis dahin, viel Spaß und gesund bleiben. Ciao.